Servus Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute steht mal wieder die Bundesliga-Prognose an und wir werden uns die Spiele Hoffenheim gegen Frankfurt und auch Augsburg gegen Wolfsburg genauer anschauen. Und ansonsten lasst auf jeden Fall mal ein Abo da. Falls wir bis nächste Woche die 200 Abos knacken, werde ich auf jeden Fall eine 10 € Paysafecard im nächsten Video verlosen. Also abonniert mich gerne und vielleicht seid ihr dann schon der glückliche Gewinner der 10 € Paysafecard nächste Woche. Und ich würde sagen, wir starten direkt ins Video rein. Und zwar das erste Spiel, was wir uns genauer anschauen, ist Hoffenheim gegen Frankfurt. Hier gehe ich auf den Sieg von Frankfurt zu einer Quote von 2,294. Die Wette spiele ich mit 1,25 Einheiten an. Zu dem Spiel, ja, Hoffenheim gefällt uns in dieser Saison wirklich nicht gut. Sie haben zwar eine gute Truppe, aber sie harmonieren als Mannschaft nicht gut zusammen. Auf der anderen Seite steht Frankfurt. Sie machen auf jeden Fall einen guten Job, sind schwer, also schlecht in die Saison reingestartet, aber es geht auf jeden Fall aufwärts. Ich sehe sie auf jeden Fall in der Euroleague und ich denke auch, dass sich hier die Frankfurter nochmal durchsetzen werden. Ich gehe hier von einem 3 zu 1 für Frankfurt aus und ich hätte die Quote hier vielleicht eher bei 2-1 gesehen. Von daher hat die Quote Value. Nehme ich gerne mit. Die Quote gibt es übrigens bei Sportmarket und ich würde sagen, wir schauen uns direkt das nächste Spiel an. Das zweite Spiel, was wir uns dann noch genauer anschauen werden, ist Augsburg gegen Wolfsburg. Hier gehe ich auf den Sieg von Wolfsburg zu einer Quote von 1,87. Die Quote gibt es ebenfalls bei Sportmarket und die Wette spielen wir mit 1,5 Einheiten an. Zu dem Spiel, Augsburg ist eine Mannschaft, die unten im Abstiegskampf steht. Auf der anderen Seite steht Wolfsburg, die auf jeden Fall einen mega guten Job machen. Jetzt zwar nur knapp 1-0 gegen Schalke gewonnen, war aber auch ein Pokalspiel, wo Schalke echt alles reingeworfen hat, wo sie auch wirklich sehr gut gespielt haben. Ich denke, dass Wolfsburg das hier nochmal gegen Augsburg machen wird. Ich tippe hier 2-0 für Wolfsburg. Die Quote hätte ich eher bei 1,75 gesehen, also hat auch Value. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns direkt bei der Kombi wieder auf dem Bildschirm. Zurück auf dem Bildschirm gibt es mal wieder eine kleine Kombi für euch, heute ausnahmsweise mal vom Handy aus. Und zwar gehen wir bei Berlin gegen München auf den Sieg von Bayern zu einer Quote von 1,35. Bei Freiburg-Dortmund auf den Sieg von Dortmund zu einer Quote von 1,67 und bei Schalke-Leipzig auf den Sieg von Leipzig zu einer Quote von 1,35. Kurz zu den Spielen, ja, Berlin ist eine Mannschaft, die unten drin steht, die einfach, ja, keine gute Saison spielt, haben zwar gute Einzelspiele, haben auch nochmal gut nachgelegt, aber als Team harmonieren sie immer noch nicht so gut und das sollte gegen Bayern auf jeden Fall eine Niederlage für Berlin werden. Beispiel Dortmund gegen Freiburg. Klar, Freiburg ist auf jeden Fall eine starke Mannschaft, aber Dortmund muss jetzt einfach gewinnen, um da oben den Anschluss nicht zu verpassen. Sie werden, denke ich, hier vollen Fokus auf das Spiel legen und mit voller Kapelle, mit voller Power dagegen Freiburg antreten. Deswegen denke ich auch, dass die Dortmunder das hier machen werden. Bei Schalke Leipzig brauche ich eigentlich auch nicht so viel zu sagen. Da muss echt ein Wunder passieren, wenn Schalke hier was mitnimmt. Leipzig auf jeden Fall in ganz guter Verfassung, Schalke immer noch miserabel. Zwar ein gutes Spiel gegen Wolfsburg gemacht, aber wie ich meine Schalke kenne, spielen sie da in der Bundesliga dann nochmal irgendeinen Rotz zusammen. Also von daher finde ich, hat die Quote, ja, also die Quote hat kein Value, aber die ist auf jeden Fall gut für die Kombi, die 3,04. Quote kann ich leider nicht platzieren, ich komme irgendwie nicht in meinen Betago-Account rein. Muss ich nochmal den Kundensupport kontaktieren. Aber euch auf jeden Fall dann viel Glück. Ich werde die Wette auf jeden Fall auch nachspielen, keine Angst. Das war es dann auch mit dem Video gewesen. Wie gesagt, wenn wir die 200 Abos schaffen, werde ich nächste Woche dann eine Paysafe-Karte verlosen. Und ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche in der nächsten Bundesliga-Prognose wieder. Ja, die Power-Kombi gab es leider doch nicht, weil Bet3000 keine zur Bundesliga gebracht hat, nur eine internationale. Und ja, wir sind dann im deutschen Bereich tätig, von daher, ja, habe ich die Kombi genommen. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, Leute, haut rein und ciao.